Heute reparieren wir ein Audi A6 Tacho, Modell 4B. Die Reparatur geht auch für den A4 B5 ab 99, also sieht auch sehr ähnlich aus. Und das Display da drin ist baugleich. Hier haben wir den klassischen Pixelfehler. Hier kann man das Display sehr gut sehen, wo die Streifen drin sind, die einzelnen Striche, die hier quer gehen und von oben nach unten. So, für dieses Display brauchen wir natürlich, für diese Reparatur brauchen wir natürlich ein neues Display. Unser PX10935 Distotron, sage ich euch gleich noch was dazu. So, dann geht's los. Zuerst lösen wir die Verschraubung. Dann hebeln wir diese Klemme hier etwas auf. Ein bisschen auf und ein bisschen festhalten. Und dann hier gehen wir hier an die Verriegelung. Öffnen diese Verriegelung auch. Jetzt gehe ich hier oben hin. Und schon ist die Blende ab. So, jetzt haben wir hier diesen Stift. Der muss runter. Der sitzt etwas fest. Einmal kräftig dran ziehen. Dann geht er ab. Legen wir an die Seite. So, die Zeiger müssen runter. In dem Fall haben wir 6 Zeiger. Zeige ich euch einen Trick, damit man diese beiden hier nicht auch noch runterziehen muss. Vermeidet man den Fehler, dass nachher die Zeigerstellung nicht mehr korrekt ist und man spart sich ein bisschen Arbeit. Dazu klipse ich einfach dieses Plastik hier durch mit einem Seitenschneider. Einmal hier und einmal hier. Macht euch keine Sorgen, die sind hier noch geklipst und gesteckt. Das hält wunderbar, da braucht man nichts dran machen. Kann man nachher, wenn man will, nochmal wieder zusammenkleben an diesen Stellen, aber ist eigentlich nicht nötig. Dann drehen wir die Zeiger etwas, lösen die etwas auf der Achse, den auch. Einen Schutz drunter legen zum Hebeln und wir hebeln den Zeiger ab. Das gleiche machen wir hier auch. Tank, Temperatur. Drehzahlmesser. So, jetzt muss die Platine aus dem unteren Gehäusedeckel. Sieht man, hier ist ein Clip. Einmal den Clip drücken. Leicht ziehen, dann kommt die Platine schon. Hier das gleiche auch nochmal. Gegendrücken. So, Deckel an die Seite. So, jetzt haben wir diese Folien, die ist hier leicht runtergeschoben, die nehmen wir raus und hier sind so Kerben, drehen sie bis dahin und dann kommt die Folie raus. Andere Seite, drehen, rausheben. So, jetzt müssen wir die Display-Verriegelung lösen von beiden. Von den kleinen Displays haben wir hier die Verriegelung. Zange gerade drehen, gerade biegen. Das gleiche hier auch. So, jetzt muss der weiße Kunststoffhalter muss runter. Der ist hier geklipst. Da. Hier nochmal. Also fangen wir hier an, drücken hier drauf, hier auch, hier an der Stelle,
So, dann kommt er schon. Wie man sieht, hat er sich schon gelöst. Hier die Displays. Vorsichtig rausziehen. So, dann haben wir den Rahmen abgenommen mit den beiden Displays drin. Legen wir an die Seite. Hier kann man nochmal sehen, dass diese beiden hier wunderbar halten. Die sind ja auch nochmal geklippt. Da passiert gar nichts, kann man so lassen. So, jetzt muss der Rahmen hier ab von dem Display. Gleiche Technik. Metallverriegelung leicht biegen. So. Jetzt nehmen wir den Rahmen hier ab. Kommt von unten ein bisschen gegendrücken. So. Ich drehe es einmal so rum. So, hier ist das alte Display. Nehmen das hier vorsichtig raus. Dieser Halter, der klebt hier immer fest, den nehmen wir ab. Und stecken ihn hier wieder in die Führung. So. Jetzt brauchen wir Heißluft. Ich arbeite hier meistens so mit 280 Grad. 280 bis 300 Grad, vorsichtig hier über die Kontakte gehen. Aufpassen, dass man hier nicht die LEDs oder Bauteile, die daneben an sind, mitlöst oder verschmorkelt. Mit der anderen Hand das Display leicht auf Spannung halten, damit sich unten die Kontakte lösen. Dann damit man merkt, wann es sich leicht abhebt, und dann kann man den Druck ein bisschen erhöhen. So, da kommt schon ein bisschen was. So, leicht zupfen. Lieber ein bisschen länger erwärmen, als dass man jetzt zu doll reißt und am besten und nachher noch die Kontaktpads von der Platine runterreißt. Das soll man vermeiden. So, geht ganz schön hier runter. So, fertig. So, noch was zu den Displays. Original, unsere modifizierten Displays, diese Chips gibt es gar nicht mehr, also man kann sie gar nicht mehr, sowieso nicht mehr so in dieser Form bauen. Da haben wir eine neue Eigenentwicklung gemacht mit einem ganz speziellen Clou, den sonst kein Display hat. Wir haben hier noch einen kleinen Drehregler, da können wir den Kontrast einstellen, aber das zeige ich euch nachher. Das ist wirklich einmalig und man hat wirklich einen tollen Kontrast, man kann es dunkel stellen. Nicht so wie einige andere Displays, die man für 10 Euro auf dem Markt kriegt, wo das dann aber so schlecht ist vom Display, vom Kontrast, dass nachher alles rot leuchtet und das ist nicht das, was wir wollen. So. Dann haben wir hier unsere Kontaktfläche. Jetzt ein bisschen Lötfett drauf. Und die Absaugung dazu. So, ich arbeite hier mal mit einer Hohlkehle. 1,9 mm Durchmesser. So, die füllen wir mit Lotzinn, Lot. Arbeiten einmal hier die Kontakte nach, verzinnen die neu. Oh, da sieht man schon, da hat sich ein Kontaktpad gelöst. Noch eins.
extrem selten. Jetzt muss ich auch mal schauen, was da los ist. Guter Vorführeffekt. Passiert vielleicht einmal von 100, wenn es überhaupt so weit ist, so oft ist. So, die haben sich zwei Pads gelöst, hier auch eins. Aber es gibt ein paar Kontakte, die überhaupt nicht verbunden sind. Deswegen habe ich mit der Lupe gerade geschaut, sind sie nicht. Wenn, dann lösen sich eigentlich auch nur diese Kontakte, Kontaktpads, die keine Funktion haben. So, also, keine Panik, einfach weitermachen, wird schon passen. So, jetzt nehmen wir die Folie ab, setzen das neue Display hier erstmal so drauf. Können wir jetzt aber auch ein Stück zurückziehen, damit wir hier erstmal die Kontakte richtig reinbringen. So, wir haben hier Löcher, die sind zum Arretieren. Kann man das hier den mal reingeben mit einem runden Werkzeug und die Kontakte genau übereinander bringen. So, wieder etwas Lötfett drauf, Flussmittel. Jetzt hefte ich die Kontakte an ein paar Stellen erstmal ein bisschen an, damit hier nichts mehr verrutscht. So. Jetzt brauche ich meine Lupe. So ein bisschen anpressen. Vorsichtig mit dem Lötkolben immer in Richtung der Kontakte vor und zurück gehen, ein bisschen rüberstreichen. Kann man sehr gut sehen, wenn die goldenen Kontakte das silberne Lot angenommen haben, verfärben sie sich natürlich, werden halt silber. Dann kann man eigentlich ausgehen, dass man eine gute Verbindung schon hat. So, da fehlt mir ein bisschen Lot. So, einmal kontrollieren mit der Lupe. Sieht gut aus. So, die Absaugung kann ab. Jetzt machen wir den ersten Test. Sieht, volle Funktion vom Display, obwohl diese drei Pads abgerissen sind. Wie gesagt, wenn sie abreißen, sind es doch meistens oder eigentlich immer die, die überhaupt keine Verbindung haben, die gar keine Funktion haben. Von daher. So, dieses Kabel hier ist sehr stabil und flexibel. Ich schiebe es immer ein Stückchen hier drunter. Und dann kann man es leicht runterfalten. So, hier kann man das sehen. Das Kabel ist etwas länger, aber weil wir es universal benutzen können, das Display, auch für
Magneti Marelli Tachos oder Instrumente vom TT zum Beispiel, wo der ein bisschen versetzt ist, da braucht man diese Länge, und da haben wir ein Universal-Display gebaut, das jetzt einfach für alle Modelle passt in dem Bereich. So, Folie abziehen. Gehäusedeckel wieder draufsetzen. Bisschen vorsichtig, dass man hier nicht das Glas hier auf die Ecke legt oder hier auf die Ecke und dann Rahmen runterdrückt. Sonst bricht das Glas ab und dann ist das Display kaputt. Also da muss man darauf achten, dass das Display schön gerade fest drin sitzt. Deswegen muss man da leider auch ein bisschen drauf touchen. So. Wieder verriegeln. Jetzt zeige ich euch die super Funktion von unseren Displays mit dem Kontrast. Hier haben wir so einen kleinen Drehregler, so einen kleinen Toti. Da gehe ich hier mit dem Schraubendreher rein. So, und jetzt können wir hier, wenn ich jetzt nach links drehe, kann man genau sehen, was passiert. Jetzt verschwindet die Schrift. Wenn ich nach rechts drehe, wird es immer heller. Und irgendwann haben wir Streifen drin und es funktioniert nicht mehr so gut. Die Displays sind voreingestellt. Man braucht eigentlich nichts dran machen, aber kann ja mal sein, dass einer ein bisschen anders ist von der Ansteuerung her und man möchte den Kontrast doch ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler haben. Das ist wirklich einmalig bei den Aftermarket-Displays für den Audi A6, A4, TT, A3. Also das können wirklich nur diese Displays und sind wir sehr mit zufrieden. Aber wir arbeiten nur noch damit. So, dann bauen wir zurück. Zündung aus. Klick, klick, einmal einrasten. Die Displays wieder verriegeln. Jetzt verriegel ich das rechte auch. Mal kontrollieren, ob sie auch alles anzeigen. Sehr lautes Gepiepe. Manchmal zeigen die hier keine, haben die ein paar Fehler hier drin oder da auch, dass man dann Zahlen nicht richtig ablesen kann. Dann muss man das hier nochmal lösen, nochmal ein bisschen wackeln, gerade ruckeln, wieder festmachen, nochmal nachkontrollieren, bis es passt. Aber meistens passt, so wie hier jetzt auch, alles gut. Dann kommen die Ziffernblätter wieder drauf. Hier sieht man die Kerben ganz gut. Die müssen hier drauf passen. Dann drehen wir es in Position. Hier rein. Da muss es sitzen. Klick. Hier genauso. Da wieder einrasten. So, dann können wir einmal mit einem Tuch drüber gehen oder auch mit dem Pinsel. So, jetzt setzen wir schon die Zeiger drauf. Drücken und leicht drehen. Aufpassen, dass man nicht zu tief kommt, dass noch ein bisschen Luft ist zwischen Ziffernblatt und Zeiger, damit er nicht schleift. Hier genauso.
So, die Zeiger stellen wir so ein, dass der hier etwas unter dem dicken Balken ist. Und die sollen eigentlich alle, nicht nur eigentlich, sondern die sollen direkt auf den Strich. So. Zündung an. Dann sieht man schon, wie sich die Zeiger ziehen. Mal kontrollieren. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist ein bisschen zu tief. Zündung aus. Noch einmal eine extra Runde. Noch eine. Zündung an. Ja, jetzt kann man noch mal gucken, ob sie sich auch wirklich richtig hinziehen. Perfekt. So, die Platine setzen wir wieder an den unteren Gehäusedeckel. Mal klicken. Den Rückstellknopf. Auch einmal klicken. Das Glas reinige ich natürlich immer noch mal. Falls ihr Staub drin habt oder Asche bei Rauchern, kann man noch ein bisschen mit Druckluft den Staub rauspusten. Natürlich nicht hier drauf, aber das mache ich jetzt nochmal weg. So. Deckel vorsichtig aussetzen. Hier muss es einrasten. Und hier muss es einrasten. Das fühlt man aber auch so leicht. Links und rechts wackeln. So, jetzt ist er drin. Verschrauben und fertig. So. Das war unsere Reparatur für den Audi A6 4B FIS Display. Viel Spaß beim selber machen. Bis dann, ciao.